Jo, herzlich willkommen zurück bei World of Warships. Und immer noch mit meinem zweiten Account, den ich habe. Bei World of Warships, also bei Wargaming. Ja, am Montag bin ich eigentlich viel weiter und mache es ja auch ein bisschen anders eben mit der Forschung. Das habe ich ja, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Video mal gesagt. Da bin ich mehr ein bisschen auf das Schlachtschiff aus. Weil die finde ich von den Amerikanern schon sehr gut. Und bei den Japanern bin ich dort auch schon da irgendwie bei der Kongo oder Fuso. Irgend so, nein, bei der Fuso glaube ich sogar. Und da bin ich bei der Furutaga. Zerstörer, glaube ich, bei der Iso-Kase oder Mino-Kase oder irgend so etwas. Flugzeugträger, muss ich ehrlich sagen, ich habe schon hunderte von Schlachten gemacht, also gesamthaft sicher. Also mit gewertet und Zufall und Co. Aber über 1000 Schlachten, aber noch nicht eine, also ohne zu liegen, nicht eine mit Flugzeugträger. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich fahre lieber ein bisschen um, wie gut Flugzeugträger, das muss einfach auf der Map umhängen. Und das sagen ja auch viele, die eben Flugzeugträger spielen, dass es ja irgendwie zum Schauen, auch zum Anschauen. Ich schaue viele andere Videos von anderen, muss ich sagen. Ich schaue es gern. Und das Problem ist einfach, du schaust eine Map an, irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Und ich glaube, das ist wirklich nicht so das, was die meisten wollen. Schön wäre noch irgendwie, wenn du ein Ding eingeblendet hättest, irgendwie so ein Fenster. Mit einer normalen Schlachtsicht, oder hast du es einfach auf dem Meer gewusst, ja. Aber eben, jedem das Seine. Aber ich bin jetzt effektiv ein bisschen mehr der, wo Schlachtschiffe kreuzen und dann je nach Nation zerstören. Aber ich sage jetzt mal, über kurz oder lang gehe ich zwangsläufig zu den Flugzeugträgern, weil es jetzt schon saugeile Dinge dabei. Eben da mit dem Maslane-Motor kannst du ja so richtig schön farbig anschauen, wie sie sind. Also jetzt nicht nur bla 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 so durchsichtig, so schwarz-weiß, sage ich jetzt. Und das sieht schon gut aus, muss ich sagen. So. Ist schon der Hammer. Eben, je nach Nation halt natürlich. Da bei den Deutschen und so, also gut, das ist jetzt so die Länder, das sind ja alle wegen Maslane-Mod drin. Also Polen da, ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob man das, ich weiß nicht, müsste ich mal im Premium-Laden schauen, ob man die effektiv verkaufen kann. Es sind ja Schiffe dabei, die es ja gar nicht mehr gibt, wo sie ja rausgenommen haben. Aber da bei den Deutschen vor allem bin ich noch interessiert, was da noch kommt. Also, ich meine jetzt natürlich dingmäßig, zerstörermäßig oder Flugzeugträger. Flugzeugträger, ich weiß nicht einmal. Und irgendetwas, ja, da mit denen da. Das sind ja Schiffe, die irgendwie von der Wargaming, also wenn ich jetzt recht informiert bin, will ich jetzt nicht Scheiße erzählen, aber die irgendwie Entwickler von der Wargaming Dings spielen. Also Angestellte, sag ich jetzt mal Entwickler, ja, Entwickler, wenn du willst. Und gegen die kannst du irgendwo. Irgendwie kannst du die mal noch in einem antreffen. Ich habe ein Zufallsgefecht. Das wäre natürlich auch noch interessant. Das habe ich irgendwie dort auf der Seite gelesen. Es sind da eben da die, da das Halloween-Special, sage ich jetzt einmal. Eben da mit der Phantom Fortress. Und dann wäre noch. Wenn man glaubt, von den Deutschen sogar. Nein, nicht von den Deutschen, Polen. Es sind zwei Schiffe. Es sind zwei Schiffe auf alle Fälle. Die dabei sind. Ach, da.
Das ist also so ein bisschen so Halloween-mäßig. Das könnte der zweite sein. Auf jeden Fall zwei Schiffe sind es. Das ist schon mal so. Ich glaube sogar Salto. Und eben die Phantom Fortress. Nein, Salem Witch, glaube ich sogar. Ja. Ist irgendwie so Halloween. Ja, eben da. Ja, genau, Halloween. Ich weiß jetzt aber nicht von wann bis, ob das von heute bis morgen, bis irgendwie, weiß ich wann. Aber es ist irgendwie in den Tagen jetzt da, wo Halloween ist. Ich wüsste nicht einmal genau das Datum. Keine Ahnung. Okay, in dem Fall machen wir mal da. Ja, wartet mal, wenn man Zufall oder gewertet, das gefällt. Machen gewertet. Da bin ich ja recht zurückgekommen dazu. Weiß nicht, je nachdem, ich bin auf, glaube auf 23. Nein, auf. Nein, gerade vor 23. Die zwei habe ich noch. Da hätte ich noch müssen machen, verloren. Und nachher denkst du, ja gut, also machst du wieder eins. Dann holst du den Stern wieder. Nein, nochmal verloren. Dann sind wir wieder zurückgekommen auf 25. Also, du bleibst nicht im 24 hängen, dann kannst du 10-mal verlieren. Du kannst einfach gnadenlos zurück und das finde ich pickelhart. Das ist so pickelhart. Da hast du dich für gekämpft. Und was ja ist denn, wenn du ja die Flagge geholt hast, so eine Kiste? Also die, und du kannst zurück und du kommst schon wieder dort an. Also die kommst du wieder zweites Mal über, die hast du schon geholt. Das ist einfach so frustrierend. Aber was soll's? Was soll das? Blablabla. Was haben wir da noch nie gemacht? Nagato. Stufe 7. Jo. Sind wir? Neuer Morgen. Warte, jetzt kommen wir. Oh, wieder stürmische See. Geil. Also ich finde das geil, da mit den Wellen. Sehr gut gemacht. Gut, und eben, der FPS läuft noch gut. Gut, außer wenn ich 5,5... Jawohl, genau, machen wir das an die Wellen. Jo, kein Problem. Verstanden, vielen Dank. Yeah. Jo, jetzt langt's. Jo, es langt, Jungs. Wir sollen es nicht übertreiben. Was soll ich wollen sagen? Eben, wenn ich nicht aufnehme, dann läuft es halt so konstant mit 76 FPS. Also gut, nein, es zeigt nicht mehr als 76. Und wenn ich aufnehme, noch eine Schwanz eben. Jo, das haben wir jetzt gehört. haltet einmal den Laden. Eben, dann schwankt es noch immer zwischen 50 und den 76. Also nicht mehr, wie es da mal siehst, da von ein paar Patches. Ich weiß nicht, da habe ich so viele Probleme mit den FPS. Und teilweise, wenn ich von gewissen, bei gewissen schaue, bei denen schwankt es heute noch zwischen irgend 10 und 70 FPS. Ich weiß nicht warum. Also bei mir habe ich irgendwie. Was soll ich sagen? Doch jetzt. Bei mir habe ich das Problem ja auch gehabt, immer zwischen, also ich sage mal zwischen 5 und 76 FPS gehabt. Und dann irgendwann einmal
Was man ja eigentlich machen sollte, immer mal ein bisschen System durchchecken. Festplatte defragmentieren und so weiter. Oder Dings, sag mal, ein Antivirenprogramm über das ganze System laufen. Und dort ist dann Folgendes passiert. Da habe ich das Antivirenprogramm laufen. Und da hat man eine einzige Datei gefunden, ein Malware. Und zwar in dem World of Warships. Dann habe ich zuerst einmal durch die Sicherung gemacht, was man ja normalerweise machen sollte. Und das habe ich auch gemacht. Und ja, da habe ich jetzt auch schon angefangen. Und dann habe ich die Datei gelöscht, weil ich dachte, ich probiere es einmal. Und sonst, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich es immer wieder retour machen, ist ja kein Problem. Dann habe ich die gelöscht, dann habe ich das World of War Games gestartet. Und habe aufgenommen. Und was ist passiert? Es ist konstant mit 76 FPS gelaufen. Und von dort an läuft es super gut. Das ist das, was ich gemacht habe, ich weiß nicht. Irgend so eine Scheißdatei gesehen, irgendein Kack. Ich weiß nicht, was das hat sollen sein. Und auf jeden Fall haben sie gelöscht und ist auf alle Fälle super gut gelaufen von dort. Könnte man mal probieren, Leute mal das Antivirenprogramm laufen. Also das ist bei mir gesehen und das ist super geil. Oh, Jesus Gott! Meine Fresse nochmal, Typ. Oh, shit! Ist genau das, was viele sagen im Game. Gamen und schnurren? Ah. Das bringt's nicht. Wie soll ich wieder drin? Das ist eben gleich Autofahren und mit dem Handy telefonieren. Das bringt's auch nicht. Shit, 2000 geflattert bist und die anderen haben nicht einen verloren. Mein. Oin! Hä? Was macht der Flugzeugträger da? Das ist doch nicht ganz dicht. Das gegen KI. Meine Fresse. Ja, eben schnurren und gamen. Weil ich habe jetzt kaum auf die Minimap geschaut. Und so mini ist die Map ja auch nicht. Also, viel heißen ja wirklich so. Und das, ich meine, da könnte ich es ja ganz gut ausblenden. Das ist mir auch zu klein, das ist eh nicht, wo die Inseln sind. Das ist mir immer noch irgendwo zu klein. Und so finde ich es gut und so finde ich es viel zu groß. Und das ist alles zu groß. Und das ist noch größer und das auch, das auch, das auch, das auch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so groß habe ich es nie können machen. Hä? Nein, so groß habe ich es nie können machen. Mein Gott, so ist noch gegangen. Und so habe ich es normalerweise. Weil ich habe ja hier Dinge. Hier rechts und links noch die Liste von der Mitspieler eingeblendet und oh, einer von mir. Ja, das ist cool, schade. Eben die Liste noch eingeblendet, aber das ist mir irgendwie einfach zu viel. Nein, so habe ich es nicht so, das ist zu groß. Hey, wir kommen von der KI über die Leckwürfe. Das ist mir so. Also ganz selten passiert. The enemy is about to win. Jo, ich sehe es. Und so etwas nehme ich auf. Ja, gut, wir sollen ja nicht immer nur die schöne Seite zeigen. Nein, hey, hallo. Also, ich meine, wenn man nicht gerade dazu stehen, also, nehmen wir aufhören. Nehmen wir aufhören. Und dann gibt es sich so Mühe, tonnenweise Flaggen montiert.
Das passiert mir auch oft, muss ich sagen. Da denke ich, ja, komm. Immer ohne Flagge gespielt, super geil, hey, gewonnen, 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 super Punkte, dann Abschüsse und weiß eh was. Also Flagge montieren. Und schiffst irgendwie gnadenlos ab. Ja, so ein Schiff sieht schon gut aus nach einer Schlacht, recht einschüssen. Mein Gott, da gibt sich so Mühe, ich habe mich verloren. Ja, wir hatten punktet, wir hatten noch recht punktet, wenn wir gewonnen hätten. Es hat Punkte gegeben. Aber. Ein Flugzeug abgeschossen. Scheiße. Ja, es läuft nicht immer gleich. Es läuft nicht immer gleich. Und was soll das sein? Es ist ein Spiel, das muss man sehen. Es ist nur ein Spiel, es ist nicht mehr. Aber Cleveland, das finde ich wirklich ein super geiles Schiff, wirklich. Finde ich wirklich ein super geiles Schiff. Richtig einsetzen. Ja, da muss ich noch schauen. Was? Ja, eben, da, nein, da bin ich am Studieren, ob ich das überhaupt einbauen soll. Vielleicht, wenn ich das nächste, wenn ich Pensacola habe. Weil Cleveland, die wird sicher noch eine Weile spielen. Weil was mich hier stört, ist. Dauert der 180 Grad Kehre. Plus 10,2 Sekunden. Was nützt mir das? Ja, gut, wenn du mal eingeschossen bist oder die Kanone, die Dinge, die richtige Richtung hast. Dann hast du wenigstens plus 1,6 Schuss pro Minute. Plus. Aber, jetzt irgendwie nicht. Nein. Ich verzichte auf die 1,6, und lass es lieber so. Pensacola, die habe ich noch nie gespielt. Sieht auch irgendwie recht gut aus. Schlank Ding, wirklich sehr schlank Schiff. Schmale Silhouette. Da die Rettungsbödel an den Türmen. Ja gut, ich meine, wenn du da Tauerfeuer bist, nachher. Ja, wenn man das so sieht, ist eigentlich, wenn du im Eismeer bist zum Beispiel, gehst du Tauerfeuer in einer Schlacht, haust ab. Schiff wird vielleicht versenkt. Da die Gummibödel ins Wasser, dann ist wenigstens so warm Vödeln, oder? Wie die Türme, die werden doch heiß vom Dauerfeuer. Nein, Spaß beiseite, aber es sieht schon gut aus, das ganze Zeug. Nein, die Pensacola, die wird mir schon. Aber eben, schau mal das an, was ich da holen müsste. Da muss ich ja 1000 Schlachten schlagen. Also hier mit dem, da habe ich ja erst kaum angefangen mit dem Account, das ist noch nicht lange her. Und habe meinen Korb gefasst, 147. Es würde mich interessieren, was die anderen so haben. Also ich meine, wieso soll das kann man ja zeigen, oder? Ich meine, das ist hier auch. Also, da gewünscht ja eigentlich in der Regel immer. 138 gewonnen von 147, gerade so, 116 Schlachten haben wir überlebt. Also, Statistiken, das finde ich echt cool gemacht, wirklich. Da kannst du so viel anschauen. Weil du eine Stufe hast du gespielt hast, meistens Stufe 3. St. Louis, nicht St. Louis, doch St. Louis ist gerade Stufe 3. Irgend sowas. Aber eben hier mit dem Account habe ich noch nicht so viel. Zufallsgefecht 82, 65% Sieg, das finde ich eine gute Quote. Das finde ich eine gute Quote. Wie viel, wo ich, also bei denen, wo ich Samix sehe, den Videos, wenn sie so die Statistik schauen, ist viel mehr noch immer so, ich sage mal zwischen 50 und 55%. Dort, irgendwo immer dort umeinander. Weil es ist schon ein bisschen 50-50. Weil was nützt das, wenn du kannst gut spielen kannst, als du selber und die anderen irgendwie, ich weiß nicht, machen nicht so mit, Teamwork ist nicht so gefragt oder
Ja, ich weiß es ja nicht. Gewährte, gewährte, da habe ich erst gesagt. Aber 50-50. Jo, eben. Im anderen erkrankt, habe ich ja weit über 1000 Fahrt gemacht schon. Weil ich finde es so cool. Also mir gefällt es ehrlich gesagt gesamthaft gesehen besser wie. Obwohl es noch nicht ganz komplett ist. Aber es gefällt mir besser wie World of Tanks. Ganz ehrlich. Da hat es auch noch Gummibödle. Cleveland. Die haben sie da auf der Seite. Ist die so Schnurrbödle? Ganz gut. Das sollte ja eigentlich noch ein zweiter drauf sein, aber da siehst du nie einen zweiten drauf. Weil da kannst du nicht mehr aufrüsten. Ah, warte mal, doch, vielleicht mit. Da haben wir drei Flugzeuge zum Gebrauch. Ich glaube, da könntest du sogar hier irgendwie noch immer etwas machen. Oh nein, da sind wir Verbrauchsmaterial da oben. Verbessert die Kapazität des Verbrauchsmaterials, Ausbildungskosten 3. Also kommst du einen zusätzlichen Punkt über. Das könnte natürlich das sein von den Flugzeugen. Nein. Dann hättest du zwei Flieger wahrscheinlich. Oder hast du nur anstatt jetzt drei, vier. Dann wäre das aber, wenn du jetzt nur vier hättest und auf dem Schiff nur ein Flugzeug, dann wäre das aber völlig verkratzt. Aber ich vermute schon, dass du dann zusätzliche Dinge hast. Ich vermute es. Da haben wir den ganzen Schrott eingebaut. Jo, Item. Ja, bla bla bla, viel bla 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 jetzt. Jo, einfach ein bisschen Infos, ja. Also, dann würde ich sagen, das war's einmal mit der Cleveland. Danach könnte ich zwar einmal nachher ein gewertetes Gewicht noch machen mit der. Mal schauen, wie wir dort abschneiden. Aber eben. Mal schauen. Gut, dann sage ich mal Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.